Am Wochenende hatten die Wollnys einen bedeutenden Tag vor sich, gleich 4 Nachkommen der bekannten Großfamilie sollten getauft werden. Der Clan. Unter der Führung von Familienoberhaupt und Großmutter Sylvia Wollny, 58, konnte in den vergangenen Monaten und Jahren über einen wahrhaften Kindersegen jubeln. Es stellte sich heraus, dass mehrere von Sylvias erwachsenen Töchtern bereits Mütter waren, einige von ihnen zum ersten Mal und andere zum wiederholten Mal. Vor diesem Hintergrund schien es naheliegend, einen wichtigen Meilenstein im Leben der neuen Erdenbürger, nämlich ihre Taufe, nicht getrennt, sondern in einer einzigen großen Zeremonie gemeinsam zu feiern. Dieses Vorhaben wurde am vergangenen Samstag tatsächlich umgesetzt. Wie Sarafina Wollny, 28, nun als erste in einem Instagram-Beitrag verriet, 21. Oktober 2023, unsere kleine Prinzessin wurde gestern gemeinsam mit ihrer Cousine Heli und ihren Cousins Aurelio und Linus getauft. Der Tag sei traumhaft schön gewesen, erklärte die Mutter der kleinen Hope Angel Sylvia und der Zwillinge Casey und Emory, 2, und sie bedankte sich bei allen, die diesen Tag so besonders gemacht haben. Für diejenigen, die nun vor lauter Namen den Überblick verloren haben, hier sind alle Taufkinder auf einen Blick. Hope, die Tochter von Sarafina und Peter Wollny, geboren im Juli 2023. Haley, die Tochter von Lavinia Wollny und Tim Katzenbauer. Geboren im Februar 2022. Linus, der Sohn von Lavinia und Tim, geboren im April 2023. Aurelio, der Sohn von Loredana Wollny und ihrem Verlobten Servet, geboren im Dezember 2022. Was für ein schöner Tag, meldete sich nach Sarafina auch Lavinia, 23, auf Instagram zu Wort. Die 23-Jährige ließ als einzige Wollny-Tochter gleich 2 eigene Kinder taufen. Loredana, 19, teilte als einzige Taufmutter keinen eigenen Beitrag zum Ehrentag ihres Sohnes Aurelio, gab jedoch in einer Story einen kurzen Einblick in die Feierlichkeiten. Die Wollnys konnten sich über 2 aufwendig verzierte Torten mit den Namen bzw. Spitznamen ihrer frisch geweihten Nachkommen freuen. Weitere Einzelheiten zur Zeremonie oder zum Tag an sich wurden vorerst nicht enthüllt. Bewegte Bilder von der Vierfachtaufe dürften die Fans wahrscheinlich erst in zukünftigen Folgen von Die Wollnys, RTL 2, zu Gesicht bekommen.